Und ich sag nochmal, Max Level 1 hätten wir... Nee. Maximal Level 1 wäre nicht cool gewesen. Wenn wir sterben, verlieren wir nichts. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Seelen oder sowas, was wir da verlieren würden, was wir wieder aufsammeln müssen. Das ist dann wiederum sehr untypisch für Souls Games. Für Metroidvanias jetzt nicht unbedingt. So wie wir jetzt das Set aber auch wieder wechseln, ist der Händler weg. Ne? Also nicht denken, dass ihr dann irgendwie, cool, okay, der ist dauerhaft da, weil er ein Turret ist. Nee, so wie ihr das Set wechselt, ist er wieder weg. Das hätte zwar auch wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen können. Ah! Safety Heal. Ja, du bei mir auch. Also ich stream jetzt zum ersten Mal wieder seit 2 Monaten. Verfluchte Unreine. Wie konntet ihr nur? Draußen vor der Hütte konnte ich die Stimmen der Dorfleute hören. Die angsterfüllten Stimmen derjenigen, die mich fürchteten, da ich unrein geworden war. Es war meine Entscheidung, in der Untotentruppe zu kämpfen, um das Volk zu beschützen. Und doch sehnte ich mich manchmal nach Läuterung. Aber ich durfte der Quellpriesterin nicht noch mehr zur Last fallen. Nach einer Weile waren wieder Stimmen zu hören. Diesmal waren es die Stimmen der Quellpriesterin und eines Kindes. So ein junges Mädchen, und doch war es eine vorzügliche Priesterin geworden. Ich hatte zwar vergessen, wie man lacht, aber ich merkte, wie meine Züge weicher wurden. Wenn ich eines Tages die Kontrolle verliere, muss dieses Kind wohl die Last tragen. Ich wusste nicht, wie lange ich noch bei Sinnen sein würde. Aber solange ich konnte, wollte ich diese Kinder beschützen. Alles klar. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Teilt schwere und kräftige Schläge mit seinem Riesenhammer aus, bewegt sich langsam, dafür hat er große Reichweite und kann Gegner zurückstoßen. Gelroth war als bester Kämpfer des Hofs bekannt und ein Held für die Dorfbewohner, doch letztendlich war der einzige Lohn für seine Mühen die Einsamkeit. Genau, und jetzt haben wir die nächste Fähigkeit, nämlich... Und dafür muss er nicht ausgerüstet sein. Die geht immer. Diese Spezialfähigkeiten, die wir freischalten, gehen auch, wenn die einzelnen Charaktere nicht ausgerüstet sind. Das heißt, selbst wenn der Ritter nicht ausgerüstet ist, können wir diesen Downstep machen. Er muss ein ehrenvoller Ritter gewesen sein, der das Dorf bis zum Schluss beschützte. Die beiden Priesterinnen aus der Erinnerung. Waren das deine Mutter und du? Also wir haben ihn jetzt nicht ausgerüstet, aber das können wir machen. Das heißt, das können wir auch in unseren Kampf mit einbinden.
diesen Downstep. Und damit können wir eben diese roten Plattformen kaputt machen. Die kleinen aus ziemlich geringer Höhe und diese größeren, da müssen wir aus größerer Höhe fallen. Da geht vieles auch erst später. Eine Schmiererei auf einem Pagodit. Sie zeigt, wie die Quellpriesterin an einem sonnigen Tag mit den Dorfkindern spielt. Sie hat sich wohl mit den Kindern des Dorfes hier versteckt gehalten. Du musst sehr gelitten haben. Mögest du in Frieden ruhen, Priesterin. Und das ist nicht die einzige, die wir finden werden. Von denen werden wir noch ein paar finden. Der flüchtige Wunsch einer sterbenden Priesterin. Heilung plus bedeutet nicht, dass wir uns öfter heilen können, aber wir heilen mit einem Gebet mehr. Um die Heilungspunkte zu erhöhen, müssen wir bestimmte Relikte finden und auch ausrüsten. Und die sind sehr, sehr hochpreisig. Die kosten sehr, sehr viel in ihrer Ausrüstungsanzahl. Zutrittsverbot in den Katakomben. Derzeit werden die im ganzen Land auftauchenden Unreinen in den Katakomben festgehalten, um eine Ausbreitung zu verhindern. Zutritt verboten. Weiterhin muss den königlichen Soldaten gemeldet werden, sollte sich ein Unreiner zeigen oder jemand beschuldigt werden, jemand Unreines zu verstecken. Da könnt ihr euch die Zustände vorstellen, wie das damals ausgesehen hat bei denen. Ist einer unrein, hätte ich doch nur komplett den Verstand verloren. Unreiner Furor. Ist die bessere Version des Sediments, das brauchen wir dann für spätere Upgrades, weil du kannst ab einer bestimmten Stufe nur noch mit Furor upgraden, nicht mehr mit Sediment. Gibt andere historische Ereignisse, wo man verfolgt wurde, wenn man bestimmte Menschen mit gewisser Herkunft versteckt hat. Und hier ist Sackgasse. Hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Ja, das heißt, jetzt sind wir sowieso daran gebunden, zurückzugehen in den Hexenwald, wo wir ja Gott sei Dank schon waren. Und ist ja gut. Ich mag das nicht, wenn da rote Punkte aufleuchten und da Sachen mir als ungeklärt aufgelistet werden. Nein. Das heißt, wir begeben uns jetzt mit der Schnellreise direkt weiter. Auch wenn hier... Na, hier sind noch Sachen. Wir gehen nochmal durch, wir gucken nochmal. Da unten können wir nichts machen, weil da unten just water, wir können auch nicht tauchen. Kommt alles noch. Ja, vielleicht sollten wir auch die Level-Ups mitnehmen, die Erfahrungspunkte. Das kann schon viel bringen. Jetzt können wir auch beispielsweise ihn hier benutzen. Er ist halt super, super, er braucht halt sehr, sehr lange. Kann halt aber ordentlich austeilen, hat halt eine große Range, kann Gegner staggern. Ist in der Luft einsetzbar. Und wie gesagt, wir haben hier immer noch den Downstep. Ich könnte jetzt auch den Ritter auf die Y-Taste legen, sodass ich da nicht mehr Sigrid habe. Aber dann den anderen, weil der ist auch unendlich. Und hat keinen Cooldown. Aber nicht jeder Hauptskill hat unendlich Punkte. Also auch die sind ab einem bestimmten Punkt begrenzt. Also danke für gar nichts. Es kommt immer drauf an, was sie tun. Aber wir werden jetzt auch gleich den ersten Punkt oder den ersten die erste Hauptfähigkeit bekommen, die so funktioniert. Und es wird auch eine der sein, die wir sehr, sehr oft und sehr, sehr lange benutzen. Die hatte ich, glaube ich, sogar bis zum Schluss dabei, weil die halt, ich finde die sehr gut. Habe ich situativ nur ein paar Mal gewechselt, weil das bei gewissen Bossen einfach nichts gebracht hat. Okay, wir müssen noch ein Stück weiter springen. Tut mir leid.
Aber wie gesagt, hier kann man situativ eben viel, oder man muss situativ viel handhaben. Noch mehr Fluchrohr, das ist natürlich sehr, sehr schön. Das sieht man gerne. Weil das sind halt Upgrades, ne? Ja, es fehlt halt auch so ein bisschen der klassische RPG-Aspekt. Also man verdient hier keine Punkte und kann die sich frei irgendwo verteilen. So wie das in 3000 Stool gewesen ist. Per Level Up ein Punkt, kannst dir irgendwo reinstecken und kannst dich auf deine Art skillen, ob du auf Magie gehst, DPS oder sonst was. Nee, da waren es okay. Hätte ja sein können. Ah, aber da ist was. Lass mich in Ruhe. Damit erschließt sich uns auch wieder ein neues Gebiet. Zumindest können wir da irgendwo was aufmachen, wo wir auch noch nicht waren. Wo wir aber von der Map theoretisch aus hin könnten. Diese roten Punkte auf der Map zeigen uns übrigens noch versperrte Wege an oder Wege, die wir nicht erkundet haben. Das heißt, auch da geht es noch weiter. Die Map im Endeffekt ist auch sehr, sehr groß. Ihr kommt bei dem Spiel locker... meine Steam-Zeit würde lügen, weil ich ja ganz viel im Early Access auch verbracht habe. Und auch zwischendurch nochmal kurz neu angefangen habe. Hier reicht nicht, hier müssen wir von weiter oben fallen. Und dann müssen wir oben wahrscheinlich aufs Dach drauf. Aber ich glaube, das geht hier noch gar nicht. Ich glaube, wir kommen von hier gar nicht aufs Dach. Davon mal abgesehen, dass er uns jetzt richtig hart weggeschlitzt hat und wir keine Heilung mehr haben. Wir kommen von hier aufs Dach, aber jetzt noch nicht. Das ist uns leider vergönnt. Oh, aber gut, dass wir nochmal zurück sind. 5 Lebenspunkte mehr. Ich sollte es nicht tun, aber ich tue es. Für die Erfahrungspunkte. So, und ich glaube jetzt... Ja, komm, jetzt gehen wir direkt zum Hexenwald. Speichern auch da, weil wenn wir da nicht speichern... wird's lustig. Weil dann spawnen wir da nicht. Handbuch des Magierverbands. Über den Magierverband. Ein Ort zur Erforschung des Abyssus, den nur Magier betreten können. Eine Organisation, die mit der Weißen Kirche kooperiert. Hilft bei der Bekämpfung der Unreinheit. Beitrittsanforderungen. Empfehlungsschreiben mehrerer Magier nicht erlaubt. Antike Flüche, Waffen gebraucht, Spionage. Also die sind nicht erlaubt. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das heißt, der sogenannte Magierverband läge hier unter Tage. Wir werden untertauchen müssen, aber es ist der einzige Weg vorwärts.